Ich würde ganz gerne für Bapaga oder Fischer ein gutes. Brentford. In welcher Liga spielt Brentford? Boah, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, den zu Brentford auszuleihen. Ich glaube, da wird der zocken. Erstmal gegen Brentford. Die einfach gefühlt Galatasaray-Trikots haben. 2-2. Joke. Weiß nicht, ob er da so viel spielt. Ja, das ist halt die Frage, ne? Chat sagt machen. Ich delegiere aber auf eine Kurzleihe. Der soll nur für die Rückrunde ausgeliehen werden. So, Wycombe. Zweiter gegen Dritter. Das wird jetzt ein sehr wichtiges Spiel. Wir sind 3 Punkte hinter Peterborough. 9 Punkte vor Wycombe. Wenn wir das gewinnen, kann man eigentlich schon fast sagen, also wir können es natürlich immer noch choken, aber dann kann man schon fast sagen, wir sind mehr oder weniger safe aufgestiegen. Let's go. Wir gehen rein. Perfekt, wir liegen 1-0 hinten. Aua. Hä, aber das verstehe ich nicht, ne? Das ist halt echt komisch. Ich weiß nicht, ob das generell so ist. Aber diese Saison, wir gewinnen so im FA Cup 3-0 gegen den Zweitligisten und dann choken wir auf einmal so ein Spiel. Hä, was ist da los? 29% Ballbesitz, 0-2. Haben die Kinder auch noch ein bisschen was davon gehabt? Jawohl, Ehrentreffer, 1-3. Okay, wir haben Fischer in die zweite englische Liga ausgeliehen. Zu FC Brentford. Adrian Fischer geht mit sofortiger Wirkung zu FC Brentford, kehrt nach Ablauf seiner Kurzleihe zurück. Alles klaro. Okay, ich simuliere. Wenn es interessant wird, gehe ich rein. Wir spielen gegen Pope, gegen den Ultimate Team Schreck. Hilfe. Es würde mich halt nicht jetzt wundern, wenn wir auch noch einen Premier League, jemanden aus der Premier League rausschmeißen, ne? In der Liga halt wieder voll am Versagen, aber dann auf einmal FA Cup Trouble machen. Fuck. Ah, 1-0. Yusuf Poulsen haben die sich ehrlich geholt. Mein eigener Spieler ist so böse umgehauen. Ach du Scheiße. Geht zurück zur Simulation. Ich versuche bis zur 80. Minute. Wenn ich bis zur 80. kein Tor mache, gehe ich raus. So lange glaube ich noch dran. Aber die führen mich hier vor, Alter. Das ist richtig deprimierend, gegen die zu spielen. Ah, ich gehe raus. Das ist deprimierend. Zum Endergebnis. Mann! Nein! Warte. Ist das? Das ist nicht der Imposter, oder? Okay. Ich dachte gerade, ich habe ein Gegentor von ihm kassiert. Ich dachte gerade schon. Peterborough ist jetzt halt gut vorbeigezogen, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. So, jetzt gegen Burton. Burton Albion. Ich will was sehen. 1-0. Koulibaly. In der 90. hat Basuno und Elva gehalten. Let's go. Und Chucky kriegt auch ein paar Minuten. 2-2. Ey, das fuckt so ab, dass wir in der Liga so choken. So, Bapaga. Nottingham Forest. Haben wir ganz am Anfang für 1, irgendwas Millionen geholt. War so quasi unser Königstransfer. Der Bruder hat sich aber auch nie wirklich so entwickelt, wie wir es haben wollten. Und ich bin ein Verhandlungsgott. Ich habe da einfach 2 Millionen rausgeholt. Alles klar. Bapaga wechselt am Anfang der nächsten Saison für 2 Millionen zu Nottingham. Podolski für die Männer aufs Feld als Kapitän und bringt 3 Pünktchen mit. Podolski mit dem Tor, let's go. Ich glaube, das ist das erste Podolski-Tor seit gefühlt 4 Monaten oder so, ne? Der Bruder ist richtig im Loch. What the fuck? Hilfe! Ich habe dem mit einem 72er-Rating verliehen. Was ist denn hier passiert? What the fuck? Ist das ein Bug? Er ist 22 Millionen wert! Alles klar! Was? Crew Alexandria. Wir sind sogar wieder im Meisterschaftsrennen drin, weil Peterborough ein bisschen choked und wir 2 Spiele weniger haben. Aber müssen wir jetzt gewinnen. 2-1. Orihuela kommt rein, macht ein Tor. Und Koulibaly. Nice. Freunde, läuft gut. Also wie es aussieht, marschieren wir wirklich durch. Weil es sind nur noch 8 Ligaspiele. Und wir haben 2 Spiele weniger als Wycombe. Und wenn wir es hochrechnen... Wir nehmen jetzt mal an, ich hole aus den nächsten 2 Spielen 3 Punkte. Einmal gewinnen, einmal verlieren. Bin ich 10 Punkte vor Wycombe. Ohne Scheiß, ich glaube, wir sind safe nächstes Jahr zweite Englische. Also alles andere wäre auch Enttäuschung. Dafür ist unser Kader auch viel zu gut, Real Talk.
Oh, wir spielen gegen Bolton. Die sind Vorletzter. Bolton noch so abgeschissen in Real Life, ne? Krank. 1-0. Nicky Ken mit dem Tor. Nice. Ich glaube, wir sind Tabellenführer. Auf den Drop Tabellenführer. Let's go. Mit einem Spiel weniger als Peterborough. 10 Unentschieden sind zwar ein bisschen wack, aber wir haben erst 4 Spiele in der Liga verloren. Tordifferenz auch gut besser. Oh, das ist unser Ersatzstürmer. 800k. Weg mit dem, der ist nur 600 wert. Jetzt gerade passiert halt das, ne, was ich unbedingt im Sommer oder im Winter haben wollte. Wir werden unseren Schrott los. Und das sogar gerade ganz gut, weil wir verkaufen die schon mal für die neue Saison. 2-0 Auswärtssieg in Sunderland. Let's go. Bailey und Podolski treffen. Und können dann halt echt mit einem stabilen Budget in die neue Saison gehen. Alfie Lambert. Oha, let's go. Wir können zwischen 1,7 und 2,6 Millionen fordern. Ey, das wäre geil, wenn ich da ein bisschen Kohle rausziehen könnte. Let's go. Ohne Spaß, Chat. Das hat zwar eine Transferphase gekillt, ne? Aber danach ist dieser englische 5-Sterne-5-Sterne-Scout, der hat sich jetzt schon rentiert, ne? 2-7, der hat nicht mal viel Potenzial. Come on, Chucky. Whitehouse verschießt einen Elfer, aber Bailey trifft. Chucky mit einer 7-0, hat gutes Spiel gemacht. Wycombe hat 2 Spiele mehr als wir. Digga, Chat, wir sind schon aufgestiegen. Es gibt 48 Saisonspiele, wenn wir halt alles verlieren würden und gefühlt Wycombe alles gewinnt, aber das kann man eigentlich nicht mehr choken. Also wir müssen noch 3 Spiele gewinnen. 7 Punkte müssen wir noch holen. True, es gibt ja nur 46. Ja, dann 15. Ja, wir müssen ein Spiel gewinnen, dann bin ich aufgestiegen. Lol. Entspannt. So, was macht die Liga? 1-0. Bap. Ey, Chat. Soll ich euch nochmal sagen, warum... Soll ich euch nochmal sagen, warum ich Bapaga verkauft habe und der bei uns nie funktioniert hat? Da wird er mal eingewechselt, steht 20 Minuten auf dem Feld und dann kommt wieder der Ellenbogen, glattrot. Kurz vor Ende der EFL League One sieht es so aus, als können sie die Meistertitel holen. Sie sind stark genug, um es zu schaffen. Ja, sehr, ich bin Trainer des Monats. Wir kämpfen bis zum Schluss. Natürlich. Unsere Defensive läuft gerade so heiß, das ist krank. Wir haben in den letzten 6 Ligaspielen ein Gegentor kassiert und alle gewonnen. Wir stehen aktuell bei 8 Ligasiegen in Folge. Also, wenn wir das Ding jetzt gewinnen, sind wir, glaube ich, Meister. Dann haben wir noch ein Spiel mehr und sind 3 Punkte vor. Sicher aufgestiegen in die zweite englische Liga sind wir schon, Freunde. Forest Green ist am Durchmarschieren. Wenn das so weitergeht, spielen wir um die Zeit nächstes Jahr Premier League schon. Ah, okay. Sagen wir mal in 14 Monaten. Wir finden uns gerade im April. Ah, 15, 16 Monate. Guter Ball. Jeboah. Ganz stark. Junge, wir sind on fire, Alter. Das war auch absolut wichtig, an Jeboah festzuhalten. Chat, ohne Scheiß. Rüdiger Rammel, ich bin ja ein selbstkritischer Trainer, ne? Bin ja wirklich ein selbstkritischer Trainer. Auch wenn die Community was auszusetzen hat an meinen Entscheidungen, höre ich da drauf. Beziehungsweise nehme das zu Herzen. Weil Jeboah, perfekt, Jeboah blüht in der Rückrunde so krank auf. Guter Ball, Podolski. Ganz stark, Podolski. Oden Bailey mit dem 2-1. Wir haben da nächstes Jahr 3 Leute mit knapp einem 80er Rating im Sturm rumrennen. Da brauche ich nichts holen. Wir haben Podolski als Backup und Chucky. Guck dich das an. Die Offensive läuft halt so butterweich. Da brauche ich nächstes Jahr nichts machen. Zumal Podolski wird so ein Edelsub sein. Ribéry, der hat ja jetzt nochmal unterschrieben, ne? Das ist so krank. Wenn er jetzt nochmal für ein Jahr unterschreibt. 2-3, aua. Oh, 3-3, so unnötig. Ah, 3-3 auswärts, ist okay. Ist okay. Ja gut, Peterborough ist 3 Punkte hinter uns. Na, hier, guck mal, wieder der Barcelona-Bug. Vorahnung oder was? Jeboah, Bailey und Wimmer irgendwann bei Barca. Ja, sind halt kranke Talente, ne? Sollen wir jetzt hier den Sieg mitnehmen und gut ist? 1-1. Ja, ey, Digga, wir spielen halt so häufig unentschieden, das ist der Wahnsinn. Und es ist halt nichts vorgefallen oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach, keine Ahnung, irgendwie durch. Was schade ist. Bailey 2-0.
glaube, wir sind offiziell aufgestiegen, oder? 3 Spiele noch. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sind wir offiziell aufgestiegen. Wenn das ein Heimspiel ist, kriegen wir sogar die Schale. Bei mir ist ja das Ding, ich führe 1-0 durch ein Tor von Jensen, Ehrenmann. Und wir waren ja damals über Schalker Leben da, über diese Fan-Initiative vom Hauptsponsor. 2-0, Podolski, Ehrenmann. Komm, Jensen, mach dein Doppelpack. Let's go, Junge. Auch mal als ZM Doppelpack schnüren. Gib ihm. Also, ich will mich... 4-0? Junge, wir rasieren die so weg, Alter. Jeboah. Gib ihm. Chucky! Chucky mit dem 5-0, Junge. Let's go. Also, generell... Junge, what the fuck? Wie nehmen wir die gerade auseinander? Podolski, 6-0. Junge, die werden gerade so geschrubbt. Chat, wir haben gerade auswärts beim Tabellenvierten, wir haben den einfach 6 Dinger eingeschenkt. Wir haben auswärts beim Vierten 6-0 gewonnen. Alter, wir können sogar noch 100 Punkte holen, wenn wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Bruder, wie geil wäre das? Ich will die 100 Punkte, so krass. Aua, wir liegen 1-0 hinten. Ey, come on, ich will nicht verlieren, ich will 100 Punkte holen. Guter Ball. Come on, Jeboah. Was ein Ball von Jensen. 1-1. Ganz starker Pass. Ey, diesen Jensen dürfen wir nicht abschreiben. Der spielt auch wieder eine gute Saison. Odin Bailey braucht übrigens noch ein Tor, damit er die 23 Hütten hat. Aber ein Tor von Jeboah nehme ich auch. Doppelpack von Jeboah. 2-1. Jawoll, Chucky! Chucky, so ein guter Sub. 3-1. Nice. Nein! Ich habe vergessen, reinzugehen. Ich bin so dumm. Ich habe vergessen, mir die Meisterschale abzuholen. Nein! Ah, nee, das war auswärts. Ah! Dann kriegen wir die jetzt am letzten Spieltag. Oder? Ah. F in den Chat, wir spielen auswärts. Hä? Wird uns dann gar keine Meisterschale überreicht? Bruh, wir spielen auswärts. Doch, wird dann auswärts gegeben am letzten Spieltag. Okay, ich will meine Meisterschale nämlich haben. Und Freunde, fürs letzte Ligaspiel, ihr wisst, wie der Hase läuft. Basuno, bist ein Guten, aber Michi Langer spielt. Na, Jeboah macht sein 19. Saisontor. Junge, ist der on fire, Alter. 1-1, scheiße. Was? Kurz Real Talk. Odin Bailey, 23. Saisontor, let's go. Er wird Torschützenkönig, Odin Bailey. Jeboah mit seinem 20. Saisontor. 3-1. Und wir steuern auf die über 100 Punkte zu. Yates mit einem 2-3. Oh ja, da geht noch was. Wimmer. Oh, guck mal jetzt. Jeboah kriegt ein Dreierpack geschenkt. Oh, F in den Chat. Okay. Gibt noch mal eine Ecke. Und dann könnt ihr gleich schon mal die Handys rausholen und mich bei Insta markieren, Freunde. Gleich gibt's die Schale. Podolski, bring ihn auf den kurzen. Gutes Ding. Bailey. Bender. Ja, nee, durch. Durch. Krieg ich die Schale. Krieg ich die Schale. Spielende. 3-2 Auswärtssieg. Das muss die Schale sein. Das ist die Schale. Oder wurde ich gescammt? Also die jubeln auf jeden Fall und freuen sich. Blackpool feiert auch. Die steigen nicht ab. 20. geworden, oder? 102 Punkte. Lukas Podolski. Michi Langer schwirrt da hinten auch irgendwo rum, die lebende Legende. Aber der ist die Erfolge schon gewohnt. Ja, wow. Hab keine Schale gekriegt. Ich wurde so hart gescammt. Aua, ich wurde so gescammt. Tut ja richtig weh. Einfach keine Meisterschale gekriegt. Freunde, Forest Green Rovers sind offiziell Meister in der 3. englischen Liga. Und das mit 10 Punkten Abstand auf Peterborough, die mit uns zusammen aufsteigen in die 2. englische. Wycombe, Accrington, Fleetwood Town und Plymouth Argyle spielen noch ein Aufstiegscup gegeneinander. Sunderland punktgleich. Ah, Plymouth hat aber noch ein Spiel mehr. Okay, ja. Gut, trotzdem F für Sunderland.